Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, liebe Sorgen und alle, die noch dabei sind. Wir sollen eine neue Mission machen. Den Starter sollen wir reparieren. Und das Problem ist, in der Description of Works steht: I heard I can have my start repair here. Er hat gehört, dass sie ihren Starter hier reparieren kann. It's barely work, but I don't have money for a new one. Can you repair it for $100? Das heißt, dass der barely ist so abgenutzt. Works, but it's barely works. Also er funktioniert nicht mehr richtig oder so. But I don't have money for a new one. Also sie hat kein Geld für was Neues. Und wir sollen das Ding jetzt für sie reparieren. Ein scheiß Kickstarter reparieren ist so simpel. Der ist immer hinter Motorblock. Das heißt, ab zum Engine. Hier ist Engine, ne? Hier, Hauptteil. So, und hinter dem Motorblock, also Engine Block, ist immer der Starter. Das hier ist das Ding. So, wir könnten jetzt zum Beispiel erstmal auf Check wieder gehen. Check das Ding. Okay, er will es nicht checken. Das heißt, wir nehmen das gleich raus. Wir sehen es, glaube ich, wenn wir es ausgebaut haben. So, dann gehen wir erstmal wieder raus aus dem Motor. Und dann können wir das hier an dieser Werkbank reparieren. Weil wir sollen es ja nur reparieren. 8%. Wir müssen 91 US-Dollar für die Reparatur hinblättern. Bekommen nur 100. Das heißt, wir haben gerade mal 9 Dollar Gewinn gemacht. Und nicht zu vergessen, normalerweise die Reparaturkosten, die dann noch kommen, werden ja gar nicht berechnet. Also nur rein das Material wird hier berechnet. Ganz schön ordentlich, was man da an nichts bekommt. Aber ich glaube, das ist vielleicht so ein Kunde, der schon länger dabei ist. Daher geht das in Ordnung. So. Haben wir das repariert? Motorhaube zu. Bam. Dann können wir mal gucken. Mission. Ja, Repair Starter complete. Wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Tschüss. Bis dann.